Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom 6:2, ich muss mal ablesen, ist ein ziemlich langer Name, vom, also erstmal die Modellnummer 6518867, HDMI Matrix 6x2, 4K 3D ARC PIP Audio Control. So. Ziemlich langer Name, ist ein Modell aus der Pro-Serie von Ligavo. Ja, die Ligavo hat halt praktisch, also Deluxe Cable hat die normale Serie mit Splittern und einmal die Pro-Serie. Ihr seht, das ist ein ganz schöner Carvenge-Mann. Wirklich ohne Scheiß, also der ist wirklich, wenn ich den neben den Kopf halte, ihr seht da, dass der wirklich extrem groß ist. Aber das muss auch so sein, weil hier ist jede Menge Technik drin, hier ist jede Menge cooles Zeug verbaut. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Platz, dass ich mich ein bisschen abstützen kann. Und zwar, ich werde euch jetzt erstmal die Rückseite zeigen, ich werde euch die Unterseite zeigen und alle drum und dran, und dann werden wir genauer drauf eingehen. Also wir haben einmal hier praktisch an der Seite, seht ihr diese Löcher, die sind auf beiden Seiten, die sind für die beiden Halter, dass man das auch an der Wand schrauben kann für den einen oder anderen, der das halt so nicht stehen haben will, der das dann zum Beispiel so hochkant an die Wand machen möchte, wobei so dann natürlich noch ein Stück schöner aussieht. Da habt ihr dann hier den Ligavo-Schriftzug, die Punkte, und dann könnt ihr euch das hinterm Fernseher so an die Wand klatschen. Das werde ich dann später im Laufe des Jahres natürlich machen, weil mein Platz unterm Fernseher langsam etwas weniger wird. Und wenn ich halt logischerweise auf 4K umrüste, hole ich mir natürlich auch in 50 Zoll oder 55 Zoll, und dann ist der Platz weg. Ja. Obwohl, manche haben also links und rechts Standfüße und in der Mitte frei. Mal gucken. Aber ich habe ja auch noch andere Produkte. So. Jetzt kommen wir erstmal zur Rückseite, die ich euch zeigen werde. So. Ihr seht ganz, ganz viele Anschlüsse. Wir haben hier einmal... wo haben wir denn? Da haben wir Power. Da ist der Strom. Hier haben wir unsere beiden Outputs. Also, seht ihr da? Warte, das müsste sich kurz einpegeln. Oder auch nicht. Jetzt pegelt er sich ein. Das ist einmal HDMI-B und HDMI-A. HDMI-B ist nur HDMI-B und HDMI-A hat ein ARC. Hat der. Also praktisch ist ein Tonformat ARC. So, dann haben wir hier noch ein Klinkekabel. Kann man als Kopfhörer anschließen. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, das kann ich euch da zeigen. Das ist ein SPDF, also ein optischer Ausgang, der... ja, praktisch von HDMI-B, so wie es aussieht, das optische Signal, also den Ton abgreift und per optisch auch weiterleitet, was ich dann zu meinem Headset und alles Mögliche polken kann. Wir haben natürlich hier 6x HDMI. Ja, und dort steht dann halt nur HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, HDMI 5, HDMI 6, MHL. Das muss ich dann in der Beschreibung gucken, für was MHL steht. Wir haben auch wieder Metall. Wir haben richtig fette Standfüße, seht ihr das? Die nicht geklebt oder so sind, die geschraubt sind. Und jetzt nicht erschrecken, das ist die Vorderseite. Wir haben einen dicken An- und Ausschalter. Ja, bei dem Strom, der bestimmt hier rin geht, ist es kein Wunder. Da steht auch Power. Und dann haben wir A, B. Achso, zwei Reihen. Das ist hier HDMI A, HDMI B. Und da können wir dann halt sehen, LED, welche von den sechs HDMI-Eingängen auf HDMI 1, also A, und HDMI B läuft.
Das seht ihr dann praktisch zum Beispiel, ich 3 und 4. So, hier ist 3 und 4. Sagen wir mal, ich habe auf HDMI A, habe ich die PlayStation 3 laufen, auf HDMI 2B, Mensch, habe ich die PlayStation 4 laufen, dann würde die Lampe und die Lampe leuchten. Das zeigt euch halt nur an, auf welchem HDMI, oben ist natürlich A, also oben ist A, unten ist B, welcher Input läuft. So, dann gehen wir mal weiter, dann haben wir noch Audio Edit Control. Der hat auch eine Edit Control. Damit habe ich noch nie gearbeitet. Ich bin mal sehr gespannt. Und dort können wir dann praktisch unser Audiosignal sehen, ob wir ein 2.0, 5.1 oder 7.1 haben. Und das können wir, glaube ich, im Gerät dann auch umstellen. Und dann haben wir noch Funktion LED, ARC oder Power. Da muss ich selber dann nachlesen. Ich denke mal, der zeigt nur an, ob ARC und ob sie Power hat. Ich glaube, die LEDs kann man auch ausschalten. Ich weiß es nicht. Und natürlich hat die Garvo und alles gedacht, was ist, wenn eure Batterie von der Fernbedienung leer ist und ihr umschalten wollt? Ganz einfach. Die Garvo hat natürlich auch hier an die Vorderseite Tasten gemacht. Hier, das ist der neue Sensor übrigens. Seht ihr das? Also das ist nicht kaputt oder so. Das ist wirklich so, so ein Sensor. Und da haben wir A, B, dann haben wir Control Edit und dann haben wir On, Off, ACR. Also hier können wir ACR an- und ausmachen und hier haben wir die Edit Control. Da können wir dann praktisch den Ton, denke ich mal, umstellen. Das werde ich alles testen. Und da hinten haben wir dann noch den Reset-Knopf. Ja, ein großes, sehr, sehr großes Gerät, was ich jetzt anschließen werde demnächst, also nachher. Erstmal muss ich noch ein bisschen was im Haushalt machen und so. Und dann werden wir mal gucken, wie das Gerät im Dauereinsatz ist. Ich bin sehr gespannt, weil das würde mir natürlich extrem viel erleichtern. Ich brauche nicht darauf achten, dass ich irgendwie genug HDMI am Fernseher habe. Ich kann mir auf dem Fernseher mit einem HDMI-Anschluss holen. Reicht mir dann komplett aus, weil ich habe 6 Geräte, die ich über eine separate Fernbedienung steuern kann. Aber das, ob er glaubt oder nicht, das erspart den Preis des Fernsehs locker mal um teilweise 1 bis 200 Euro. Weil die extra HDMIs, die Fernseher in der Größe, die ich will, mit mehr HDMIs, da zahlt man natürlich für ein paar HDMIs locker. Und das ist ein niedriger Preis, 200 bis 300 Euro mehr, meistens sogar mehr. So, das war's jetzt aber auch. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich im Hardware-Check, wenn ich es anschließen werde. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.